Ja, du und dein Altweibergewäsch, du. Fertig? Na klar. Okay. Oh, jetzt pass mal auf. Hier. Megamäßig, mit Plan wählen wir. Das Falsche. Es steht 1 zu 0 für mich. Ach, Menno. Hokus Pokus. Es steht 2 zu 0 für mich. Ach, Mensch, wie viel Pech kann man denn haben? Abracadabra. Es steht 3 zu 0 für mich. Ich gewinne. Das ist einer für die Hexen. Nun. Was ist mit dir? Hm? Ich mache mich leise aus dem Staub, wenn's dir passt. Und komme nie wieder. Hast du ein Glück, dass ich schon gegessen habe? Ah ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine Ausgabe. Ich kann mir richtig vorstellen, dass ich eine Viertelstunde an sowas sitze. Ich hätte sie nehmen können. Ich hab gedacht, dieses eine Mal lässt du sie. Alles, was mit Glück zu tun hat, ist immer... Ich würde sagen, einmal probieren wir es noch. Ich meine, wir müssen es einfach probieren. Wir müssen ja irgendwie die Hexe besiegen. Okay, runzlige alte Tante. Ich bin zurück. Du willst Revanche? Was? Ist so ein bisschen wie früher bei Monkey Island, ne? Bei dem Beleidigungsduell. Ja, diesmal machen wir sie fertig. Ich habe das irgendwie... Ich spüre das in meinem kleinen magischen Zeh. Seit ich nämlich Zauberer bin, habe ich nämlich einen magischen Zeh. Und ab! Letztes Mal hattest du nur Glück. Ist gut. Ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich dich überhaupt gehen lasse. Fertig? Ja, sowas von. Okay. Nochmal kurz alles nachgelesen. So, Hexe, jetzt aber. Jetzt pass mal auf, du Würstchen. Es steht 1 zu 0 für mich. Du Würstchen. Würstchen. Unentschieden. Du Würstchen. Würstchen. Es steht 1 zu 1. Wow. Du wirst jetzt gehokus pokus. Hokus pokus. Es steht 2 zu 1 für dich. Wow. Oh oh. Jetzt noch einmal das Richtige und wir gewinnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Lieblings-Zauberspruch war immer Simsalabim. Simsalabim. Unentschieden. Okay, unentschieden. Probieren wir es nochmal mit Simsalabim. Simsalabim. Unentschieden. Probieren wir es nochmal mit Simsalabim. Simsalabim. Na. Es steht 2 zu 2. Oh nee. Oh Mann, okay, ich probier's nochmal mit Simsalabim. Simsalabim. Nein! Es steht 3 zu 2 für mich. Ich gewinne! Das ist die Frage. Das ist einer für die Hexen. Nun, was ist mit dir? Hm? Ich mache mich leise aus dem Staub, wenn's dir passt. Und komme nie wieder. Hast du ein Glück, dass ich schon gegessen habe? Ah, jetzt kann es natürlich sein, dass sie quasi... immer das, was einmal gewinnt, nochmal nimmt. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt. Ich hätte sie nehmen können. Als hätte sie... Ich habe gedacht, dieses eine Mal lässt du sie. Als hätte sie das auf diese Art und Weise gemacht. Deshalb probiere ich es nochmal. Gut, mittlerweile weiß man noch nicht, welches gegen was gewinnt. Aber... Okay, runzlige alte Tante. Ich bin zurück. Du willst Revanche? Was? Es tut mir voll leid für euch, dass ihr das jetzt angucken müsst. Ja, aber so ist das im Point-and-Click nun mal leider manchmal. Dieses Mal. Also mein magischer Zeh, der platzt jetzt geradezu vor Jucken. Noch viel doller als letzte Mal. Und ab! Letztes Mal hattest du nur Glück. Ist gut. Ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich dich überhaupt gehen lasse. Wenn ich die ganze Zeit immer quatschen würde. Fertig? Ja, fertig. Okay. Oh, nochmal kurz nachgelesen. Aha, so, ja, ja, Und zurück damit in den Hut.
Und der erste Zauberspruch. Simsalabim, weil er gerade eben so gut funktioniert hat. Simsalabim. Unentschieden. Gut. Jetzt hat sie das Ding genommen und ich glaube, gegen dieses Ding hat das Würstchen gewonnen, wenn sie es jetzt nochmal nimmt. Würstchen. Genau. Es steht 1:0 für dich. Wow. Gut. Jetzt nimmt sie wahrscheinlich etwas anderes und ich probiere es nochmal mit Simsalabim. Simsalabim. Unentschieden. Dann probiere ich es mit... Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal nimmt. Probieren wir es mit Hokus Pokus. Hokus Pokus. Unentschieden. Probieren wir es mal mit Abracadabra nochmal. Abracadabra. Es steht 1:1. Wenn sie das jetzt nochmal macht, dann mit Hokus Pokus. Hokus Pokus. Unentschieden. Ah ja. Was gewinnt denn dagegen? Wahrscheinlich Simsalabim, ne? Es steht 2:1 für dich! Wow! Ah, scheint schon so eine Art gewisses System hinter zu sein. Ich würde mal sagen, jetzt mit Würstchen, das ist ja auch der mächtigste Zauberspruch überhaupt. Vielleicht klappt's. Würstchen! Unentschieden! Gut, dann mach doch einfach nochmal die Katze und verlier. Bitte, 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 bitte. Salabim! Unentschieden! Okay, dann nochmal das Würstchen. Würstchen! Haha! Es steht 3:1 für dich! Wow! Gut gemacht! Heißt das, ich gewinne? So ungefähr! Dann weißt du, ich habe gewonnen! Ich nehme dann schnell meinen Preis und verschwinde. Ja, den Besen. Ah, das war ja klar. Die musste sich natürlich nicht an die Regeln halten. Nun, wer hat gewonnen? Ha? Keine Drachen? Habe ich gesagt, keine Drachen? Ich glaube, das hattest du erwähnt. Ich gebe dir die Chance, dich zu verteidigen. Sonst wäre das nicht gerade fair. Oh Mann, was soll man jetzt nehmen? Eieiei, sind wir da drin? Was könnte denn dagegen helfen? Ja, vielleicht Hokus Pokus? Was ist das gegen einen Drachen? Fordere mich wenigstens heraus, bevor ich dich einäschere! Also wieder raten. Abracadabra. Eine Maus! Eine Maus. So, und jetzt? Vielleicht... Wie hoffst du mich mit einer Maus? Noch? Ja. Das muss mein Glückstag sein. Außer, dass ich eine schreckliche Sehnsucht nach Käse habe. Ich glaube, nochmal hätte ich echt keine Lust gehabt, das Rätsel zu machen. Wo bist du? Eieieiei. Naja, dann erstmal ab wieder in die Berge. Joa, ich denke, jetzt ist klar, wie es weitergehen könnte, ne? Wir benutzen unseren Reisebesen. Der ist ja genau gemacht für solche Sachen. Und angeschmissen und... Jetzt vorsichtig. Das war ja wieder klar. Naja. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Na gut, da unten ist die Spalte. Ich denke, es ist klar, wie wir da reinkommen, indem wir den Trank benutzen. Der macht uns ja ziemlich klein. Jetzt muss ich ja wirklich langsam mal eine Aufnahmepause machen. Ist ja mittlerweile auch wirklich schon spät. Ja, ich denke, wir sind ziemlich weit gekommen. Wahrscheinlich steht uns das Finale sogar direkt bevor, ne? Das sieht ja alles schon ziemlich nach... Naja, so nach Sordid, nach Endkampf aus und so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit es jetzt eigentlich noch geht. Ja, auf jeden Fall hoffentlich seid ihr bis hier noch dabei. Und wenn, dann vielen Dank. Danke auch an die Kommentare, die ihr bisher geschrieben habt. Und ja, ich wünsche euch dann einfach noch eine schöne Woche. Und mir verbleibt einfach nur noch zu sagen, ja, tschö.